Da ich der Enkel bin und nicht der Sohn und schon 23 Jahre dazwischen liegen, habe ich mich auch entschieden, dieses Interview zu machen, diesen Film zu drehen. Weil man ja auch nach 23 Jahren erstmal Ruhe findet. El pájaro que se enfermó vino a cantar, luego echó un ala y se murió aquí. Dejó un huevo en el reloj, un año ya pasó, el año viejo está, el pájaro. Santiago de Chile, September 2013. Roberto Yáñez lebt seit 1990 in der 8-Millionen-Stadt, 12.500 Kilometer von Deutschland entfernt. In seiner südamerikanischen Heimat ist er ein anerkannter Künstler. Er ist 38 Jahre alt. Nach jahrelangem Zögern hat er sich entschlossen, sein Leben vor der Kamera zu erzählen. Es wird eine Reise durch zwei Kulturen. Geboren und aufgewachsen ist er in der DDR. Zu seinen Großeltern entwickelt Roberto schon als Kind eine tiefe Zuneigung. Opa Erich Honecker ist Staatsratsvorsitzender und Oma Margot Ministerin für Volksbildung. Wann immer sie können, nehmen sie den Jungen an den Wochenenden mit in die Waldsiedlung Wandlitz. Ihre gemeinsame Tochter Sonja Honecker ist mit dem Chilenen Leonardo Yáñez verheiratet. Roberto ist ihr erstes Kind, die Schwester kommt 10 Jahre später zur Welt. Roberto avanciert schnell zum Lieblingsenkel des Großvaters.